Da es hier im Unternehmen sehr laut ist, gibt es nur eine universelle Sprache und das ist die Sicherheit. Wir haben Terminals angeschafft für die Lkw-Fahrer, die hier eintreffen, Unterweisung bekommen und dann einen Test absolvieren müssen. Danach bekommen sie einen Ausweis und dann dürfen sie aufs Betriebsgelände. Zurzeit ist ja so, dass viele Menschen mit dem Mobiltelefon hantieren oder drauf gucken, ist ja menschlich. Don't walk and talk auf Englisch, da ist man halt unachtsam durch den Staplerverkehr hier im Betrieb. In den Staplern wurden Erkennungssysteme installiert. Wenn die in den Hallen einfahren, wird die Geschwindigkeit automatisch auf 6 km/h reduziert. Aparam hat ein System eingeführt, wo alle Mitarbeiter ihre Verbesserungsvorschläge und Innovationen einreichen können. Das Ich-mache-mit-System dient nicht nur zur Innovation, sondern auch zur Meldung von Beinahe-Unfällen und Risikostellen. Die Unternehmensleitung hat viel dafür getan, dass sich auch das Bewusstsein bei den Mitarbeitern verändert hat. Vorbildliches Verhalten ist da ganz, ganz wichtig. Die Sicherheitskultur, die wir da gemeinsam aufbauen, wird so gelebt. An der Anlage speziell wird zum jeden Schichtwechsel, also jeden Tag wird als erstes immer Arbeitssicherheit. Das ist das, was uns am Herzen liegt und deswegen fangen wir mit diesem Thema bei jedem Meeting an. Wir starten natürlich wie immer mit Health and Safety als unsere oberste Priorität bei Aparam. So kann man vielleicht Unfälle vermeiden. Im Moment, wir haben ein tolles Programm, das heißt SAFE. Sie werden 5 Tage aus der Produktion rausgenommen und werden sich nur mit dem Thema Arbeitsschutz und Gesundheit beschäftigen. Aparam geht auf die Mitarbeiter ein. Dadurch entsteht ein Miteinander. Sie achten aufeinander, reden miteinander und sie betrachten die Produktionsschritte als eine Aufgabe für das Team. Die BGHW sehen wir als Partner. Kein externer Auditor, der kommt, sondern wir machen das mit der BGHW sehr gemeinschaftlich. Meine Aufgabe ist, die Betriebe zu beraten, zu besichtigen und zu motivieren, die Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten. Und da übernimmt die BGHW einen super Job für uns. Ja, danke dafür. Null Unfälle, das ist unser Ziel. Da arbeiten wir jeden Tag darauf hin. Der Mensch steht im Mittelpunkt vor der Produktivität.